Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Da ihr nun wisst, wie die Registrierung von Otto Market verläuft, fokussieren wir uns in diesem Video auf die Mindestanforderungen bzw. Formalia, die erfüllt sein müssen, um auf dem Marktplatz verkaufen zu dürfen. Darüber hinaus wird die Kostenstruktur für die meisten Händler interessant sein, aber auch, welche Besonderheiten zu beachten sind. Deshalb legen wir direkt mal los. Die erste Voraussetzung ist die deutsche Unternehmensrechtsform und die deutsche Umsatzsteuer-ID, die ihr besitzen müsst. Ihr tretet auf otto.de selbst als Verkäufer auf und müsst somit auch einen Kundenservice auf Deutsch zur Verfügung stellen, der den Kunden Rückfragen beantwortet. Der Versand und die Retourenabwicklung erfolgt selbst durch den Händler. Sollte das bereits ein Ausschlusskriterium für euch sein, nicht direkt den Kopf in den Sand stecken. Otto verweist auf ihren Dienstleistungspartner ODC, also On Demand Commerce. Setzt euch mit ihnen in Verbindung, um den Logistikprozess zu übertragen. Otto Market gilt als Generalist und bietet ein breit gefächertes Warensortiment. Von Einrichten und Wohnen über Technik und Medien bis hin zu Garten und Heimwerk ist alles vertreten. Ihr könnt die jeweiligen Sortimentsbereiche noch einmal in Produktgruppen unterteilen und auf der Otto Market Seite nachschauen, ob eure präferierte Produktgruppe dabei ist. Kommen wir nun zum wahrscheinlich interessantesten Thema, der Preisstruktur. Wie auch auf anderen Marktplätzen üblich, bezahlt ihr eine monatliche Grundgebühr plus eine produktgruppenabhängige Provision. Das heißt, je nachdem, welche Produkte ihr verkauft, fällt der zu verrichtende Betrag unterschiedlich aus. Zum Thema Versand und Retouren ist zu sagen, dass nach jetzigem Stand November 2020 als Paketdienstleister lediglich Hermes, DHL und GLS eingesetzt werden können. Das heißt, DPD fällt aktuell raus, was sich allerdings auch noch ändern kann. Die Versandkosten können im Otto Market Backend pro Versandart eingestellt werden. Das heißt beispielsweise, das DHL-Paket kostet 4,99 €. Wenn ihr Unicorn 2 von Markus Software nutzt, besteht allerdings die Möglichkeit, das innerhalb von Unicorn 2 pro Versandklasse in der Barbie einzurichten. Dort werden dann die Versandkosten in den Artikelpreisen eingepreist. Wie hier abgebildet, läuft der Versand sehr simpel ab. Der Artikel wird vom Kunden bestellt, die Bestellung wird an euch weitergeleitet, der Auftrag wird von euch bestätigt und der Artikel von euch versandt. Die Besonderheit, die hier nun allerdings vorliegt und nicht von jedem ERP-System abgedeckt werden kann, ist die gleichzeitige Bereitstellung des Retourencodes. Man muss also als Händler eine Retouren-ID bereitstellen, damit Otto den Versand akzeptiert und die Bestellung abgerechnet werden kann. Das bedeutet dann auch, das Retouren-Label kann vom Kunden auf Otto selbst ausgedruckt werden, um die Retourensendung in die Wege zu leiten. Dieses muss dann dem Paket somit nicht beigelegt werden. Welche Software das alles abdeckt, ist Unicorn 2 von Markus Software, der Multichannel-Marktplatz-Konnektor für JTL Wavi. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Software installiert, ist für euch oben rechts der Link zum Video. Wir als JTL Service Partner stehen euch diesbezüglich auch gerne für Fragen bereit. Ich hoffe, wir konnten mit dem Video für ein wenig Transparenz sorgen. Wenn das der Fall sein sollte, gerne ein Like da lassen und abonniert, um kein Otto Market Content mehr zu verpassen. Gehabt euch wohl, euer eBakery Team!